Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Kerbal Space Program. Ja, in der letzten Folge haben wir unsere alte Rettungsmission von Minmusk wieder gestartet, die Rakete, und haben sie zum Mann geschickt. Wurde ein bisschen mehr verbraucht als geplant. Wir müssen jetzt hoffen und schauen, dass das alles ausreicht, so wie wir es brauchen. Denn nun müssen wir alles anpassen, dass wir in der Nähe vom Kiefernländer landen. Und dafür würde ich auf der Höhe hier ein Manöver hinzufügen, was das Ganze circa anpasst. So. Und das passt schon. Die Schubmenge sollte auch funktionieren locker. Wie viele Schübe können wir noch ausrichten? 23, das reicht easy. Bisschen Sorge habe ich, ja. Aber wir werden das schon irgendwie geregelt kriegen. Weil, wenn alles nach Plan läuft, detachen wir die Stage unten auf Mann und fliegen dann mit der nächsten Stage nach oben. Ob das so gut klappt wie gedacht, wir werden sehen. Wir sind glaube ich in 7 Sekunden, Leute. Drehen wir mal runter den Scheiß. Vorsichtig, vorsichtig, vorsichtig. Das passt. Jetzt lassen wir die hier vorspulen, gehen auf rückläufig und versuchen dann wieder ganz sanft die Landung zu machen, also dass wir tief kommen und dann abbremsen und dann runter erst. Schauen wir mal, wie gut das funktioniert. Da bin ich jetzt gespannt. Das ist eine andere Taktik, oder wieder eine Taktik, die ich gerne weiter probieren würde. Vor allem, weil wir fast keinen Boost mehr haben in einem Stage-Bild. Wir müssten vielleicht die andere Stage sogar früher zünden als geplant. Und ich weiß nicht, ob das gut ist. Aber ich tue mal eine extra Booster-Reihe sozusagen rein. So. Hier vorspulen, wie viel haben wir noch? 206. Das wird mehr. Ich würde gern ein bisschen was von hier oben. Ein bisschen umtanken. So. Da vorne müsste unser Ziel stehen. Stehen ist gut gesagt, es liegt da. Falsche Richtung. Kurze Bursts geben. Schau mal, ansonsten zünde ich wirklich die andere Stage noch. Fliegt da oben die Mann-Station. Die kommen uns im selben Moment entgegen. Wir kommen genau aufeinander wieder. Heieiei, Timing. Das ist der Keyfane und das ist unser Ziel erstmal. Wisst ihr, was wir vergessen haben? Wir hätten die ganze Zeit hier oben detachen können. Und wisst ihr was? Wir tun jetzt trotzdem einfach entkoppeln. Wir brauchen die nicht mehr. Und das ist einfach nur extra belastet. Das ist das Blödste, was ich hätte machen können überhaupt. Mal ein bisschen mehr Boost. Versuchen wir sozusagen langsam immer näher in das Ziel zu kommen, wo wir hin wollen. Mal wie nah wir kommen. Jetzt schaut es echt gut aus. Das sind die ganzen Teile von mir jetzt. Da steht sie.
700 MS dann noch zum Rückflug. Ich bin mir nicht sicher, ob das reicht. Aber wir haben noch Monopropellen sonst. 9 Kilometer Entfernung. Füße ausfahren. Für mich ist gerade echt spannend, ne? Nächste Brennstufe einleiten. Sehen wir die schon? Seht ihr sie? Nee, ich sehe sie noch nicht. Wir landen sehr nah. Wir landen verdammt. What? Umtanken. Bisschen auffüllen. Wie nah? Ist es nicht wirklich sehr nah, aber es ist ordentlich nah für die ersten Versuche nahe zu kommen, so weit wie möglich. So. Touchdown, würde ich mal sagen. Sieht da alles in den oberen Tank pumpen, soweit wie es geht. Die schalten wir wieder aus. Und wir sind wieder am Boden. Nice. 851 MS haben wir zum Rückflug plus RCS. Es könnte reichen. Kiefer momentan nicht, aber wir haben Kiefer am Boden schon mal. Wir wechseln jetzt zum Keyframe-Teil. Wechseln zu. Hier ist der kleine Keyframe-Bohrer. Ich würde ja gern versuchen, noch ein bisschen rüber zu fliegen, ne? Aber soll ich das Risiko eingehen? Warte mal. Ja. Ne, lass mal's lieber. Das ist zu risikohaft. SAS deaktivieren. EVA. RCS aktivieren. Aua. Nimm nochmal. Gibt es eigentlich auch Steine vom Mann, die man mitnehmen kann? Das ist schon interessant zu wissen, weil ich habe bis jetzt noch keine gesehen auf dem Mann. Auf Minmus haben wir sie entdeckt. Warte mal, der da drüben ist sehr auffällig. Wir schauen uns das an, wir kommen gleich vorbei. Schaut nach einem sehr auffälligen Stand auf der da. Seht ihr den? Der ist viel detaillierter als der Rest. Den kann ich doch sicher einsammeln. Der schaut mir so richtig nach, hey, den kannst du einsammeln aus. Warte, da stand was. Da, Mundstein aufsammeln.
20. Generell, dass unsere Wissenschaftler bei dem Gedanken eines davon zu uns suchen, buchstäblich ins Sabbern kommen. 120 Wissenschaftspunkte, das ist nochmal ein guter Punkt. Gut, dass die immer so auffällig teilweise sind. Das könnte auch noch einer sein. Soll ich? Ja, komm. Bremsen, 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 bremsen. Haben wollen, haben wollen. Moonstein aufsammeln. Speichern. Analyse Moonstein gelandet. Der zweite Moonstein, den wir gesammelt haben. Die Frage ist, sollen wir probieren, auf die Station zu kommen oder nicht? Hallo! Wir müssen den Eingang finden. Jetzt sind wir den Mopedfahrer da. Jetzt wird's wieder laut. Ich hab. Nein, da können wir nicht klettern. Ich habe keine Leiter im Bistal an Bord. Das ist im Windmill ausgelegt. So. Perfekt, okay, warte mal, wo ist denn die Station? Die ist schon da vorne. Wir können natürlich warten. Norden ist immer oben. Wir müssen in die Richtung dann fliegen. Dann könnten wir rein theoretisch versuchen, auf denselben Orbit zu kommen. Mit 850 könnte das gehen. Weil probieren geht über studieren, würde ich mal sagen. Und hey, wieso nicht? Dann starten wir, wenn die hier hinten irgendwo ist. Versuchen so viel wie möglich mit ACS zu machen oder so. Irgendwo in dem Bereich sollte sie vielleicht liegen. Weil Nahrung sollte noch ausreichend sein. Was ist jetzt los? Sonnensturm im Gange. Au! Gut zu wissen, dass es sowas auch gibt. Ungut. Bedeutet, die laufen alle Sonnensturm im Gange, verbleibende Dauer 2 Stunden. Was heißt das jetzt? Vor allem für uns? Abflug bestätigt. Auf dem Weg in die Umlaufbahn. Okay, nee, wir fliegen nach Hause. Wir haben die falsche Richtung eingeschlagen. Und ich gehe jetzt kein Risiko mehr ein. Wir können das mit den nächsten Steinen machen, mit den besseren Raketen, wenn wir auch oben Energie gespeichert haben und so Zeugs. Aber ich gehe jetzt kein Risiko ein, dass wir da landen und wieder hochfliegen. Dann machen wir das nämlich mit kleinen Raketen und Dosen. Das Teil ist aber dafür ausgelegt. Ich bemühe mich, das Ganze zu machen, aber hey. We don't need risk right now. Alles cool, jetzt haben wir sozusagen unseren Fußstück am Boden gelassen, indem wir unsere Beine da gelassen haben. Das ist geil. Ich glaube, das kommt auch relativ nah an die Apollo 11 damals ran, oder? Die haben doch auch abgedockt, dann sind mit dem Rest bloß hochgeflogen. Die Beine blieben am Boden. Also seht, wie nah wir eigentlich zusammen aneinander gelandet sind mittlerweile. Echt heftig. Was mich jetzt interessiert, wir fliegen mal hier drüber hoch. Hier vorspulen. Jetzt habe ich gedacht, wir sind getroffen worden. Oh ja, das wäre grausam gewesen. Und jetzt aktiviere ich mal RCS. Passiert da was überhaupt? Minimal! Weil wir haben so viel RCS eigentlich noch.
Kann man euch auch zum Schub verwenden? Wir aktivieren jetzt mal die Solarpaneele. Ich schiebe noch ein bisschen weiter einfach währenddessen. Weil, hey! Ist ja wurscht, aber nee, das wollen wir nicht hier vorspulen. Wir schauen, dass wir jetzt so bald wie möglich aus dem Orbit rauskommen und Richtung Erde mit einem Direktburn. Dann war es immer ungefähr hier. Nur wenn zufügen. Das Problem ist ja eher, dass wir keine Wahl im Sinne von haben, dass wir zu wenig Energie einfach haben. 91. Wir können nicht anders, außer dass wir es versuchen müssen. Dann sind wir nicht zu tief. Ausrichten. Dann müssen wir halt auf dem Flug nach unten mit dem RCS voll durchbrennen. Schauen, ob das funktioniert. Hierher vorspulen, weil der Schub dauert 10 Sekunden, dann ist er eh tot. Den Rest versuchen wir dann mit RCS auszugleichen. Können wir den unteren Tank abdocken? Sind da wichtige Sachen rein? Ja, da ist der RCS-Tank drin. Oh. Das geht nicht! Hier vorspulen. Stück für Stück ans Ziel ran. Ne, wie immer. Stück für Stück. Na, 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 na. Stück für Stück. Ich gebe einen Vollboost. Einfach voll das hier rausbrennen lassen. Jetzt sind wir leer. Wie weit schafft er es? Bitte. Komm schon. Es ist jetzt so die Spannung pur. Das RCS muss noch 50 MS schaffen. Dann bräuchte der stärkere Booster, dann wird es auch mehr Sinn ergeben. Ich halte mal weiter gedrückt und schau, wie sich das. Alter, wir sind noch 1 Million Meter drüber. Oh, das dauert ewig. I want to say. Aber wisst ihr was, Leute? Ich tue weiter RCS Burn bis zur nächsten Folge. Und ihr chillt jetzt daheim und schaut euch irgendwas anderes an. Ich empfehle euch ganz viele andere Folgen von mir, wie immer. Und ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt den Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao.